Ein herzliches Willkommen zur KW 16. Die KW 16 beginnt am 18. April 2022 mit dem Ostermontag. Feiertag, wunderbar. Und wir haben schöne Energien. Die Sonne ist weiterhin natürlich im Widder. Wir haben Merkur und Venus bis zum 19. sehr positiv zueinander gestellt und am Ostermontag auch noch positiv zu Uranus. Da kann es einige Veränderungen im positiven Bereich in Sachen Partnerschaften oder auch beruflich geben. Auch finanziell kann sich das auszahlen. Und dann haben wir aber auch Sonne und Pluto, die gegebenenfalls auch darauf hinweisen können, dass Macht und Ohnmacht ab dieser Woche ein Thema bilden. Also man muss da schon ein bisschen Acht geben. Wir haben in dieser Woche, ja, ich denke mal mit Merkur, Saturn am 24., das ist dann der Sonntag, eben für Missverständnisse sorgen, Hindernisse, Dinge kommen auf den Weg, die ein bisschen schwieriger sein könnten. Man muss sich ein wenig darauf vorbereiten. Wir haben auch am 20. den Wechsel der Sonne in den Stier. Mal keine Feuerenergie mehr, sondern eben Erdenergie. Pragmatismus ist nicht das Schlechteste, man bleibt auf dem Teppich, trotz aller Gefühle. Mars und Venus befinden sich ja in den Fischen und ich denke auch mit Merkur im Stier kommt man gut voran. Wir haben dann eben auch Energien, die dafür sorgen, dass wir ein bisschen achtsamer mit den Dingen umgehen. Wir haben dann an diesem 24. auch noch Merkur Quadrat Saturn. Das ist die Energie, die eben diese Sorgen verursachen kann. Wie jeder jetzt damit umgeht, schauen wir uns natürlich bei den einzelnen Sternzeichen an. Ich wünsche euch natürlich eine gute Woche. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind in der KW 16. Das ist die Woche vom 18. bis 24. April 2022. Sonne im Widder bis zum 19. April, dann Wechsel der Sonne in den Stier. Dann wird es ein bisschen ruhiger, es wird ein bisschen pragmatischer, aber auch die Freuden, dass man was genießen kann, sind auch da, denn Stier ist auch eine sinnliche Energie. Saturn im Wassermann sorgt dafür, dass man eben klare Kante bekennt, dass man zu den Dingen steht und dass man dafür sich auch einsetzt. Das ist sehr gut. Uranus im Stier hat keinen direkten Einfluss auf dich, kann natürlich von außen durch andere kommen. Und ja, die ein oder andere Überraschung wirst du sowieso erleben, auch ohne Uranus. Neptun in den Fischen, ja, er ist ohne Einfluss auf dich direkt. Wie gesagt, in Verbindung mit Jupiter natürlich war er jetzt auch sehr aktiv. Davon hast du sicherlich auch einiges gemerkt. Pluto im Steinbock ist schon eine Handbremse, kann man so sagen. Es kann sein, dass du wirklich gefordert wirst, pragmatisch vorzugehen. Deswegen ist die Erdenergie nicht die schlechteste. Und wir haben dann Mars und Venus in den Fischen. Mars und Venus in den Fischen ist, ich sag jetzt mal eher, ein bisschen blockierend. Es ist sehr viel Gefühl, es ist ein bisschen, sagen wir mal, auch kräfteraubend zum Teil, das kann durchaus sein. Und bisweilen eben auch kräftemäßig und auch in Beziehungen ohne großen Einfluss auf den Widder, auch in dieser Woche. Merkur im Stier, nun ja, man kann damit umgehen. Aber es ist halt, man muss genau sein, man muss sich an das halten, was gerade machbar und möglich ist. Ja, es ist wichtig, dass du auf jeden Fall in dieser Woche auf dem Teppich bleibst und auch so ein bisschen die Gefühle der anderen berücksichtigst, denn Empfindsamkeit bedeutet auch, dass andere schnell beleidigt sein können. Also sei da bitte auch ein bisschen sensibel, was das betrifft. Man möchte ja nicht irgendwelche Streitigkeiten vom Zaun brechen durch Missverständnisse. Deswegen gebe ich dir den guten Rat, darauf zu achten, was du sagst und wie du es sagst. Ja, das ist auf jeden Fall auch für dich von Vorteil.
Ja, dann schauen wir uns das jetzt mal für den Widder für diese Woche in den Karten an. Nicht zu vergessen, am 20. wechselt ja die Sonne in den Stier und dann geht es, wie gesagt, ruhiger zu. Stell dich drauf ein. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche und wir schauen uns die Karten an. So, mein lieber Widder, wir schauen uns an, was wir in der KW 16 allgemein in den Karten für dich haben. Das bedeutet, wir schauen uns an, was möglich und machbar ist. Du entscheidest selbst, was davon du anwenden, nutzen möchtest und wie das zu deiner persönlichen Situation natürlich auch passt. Wir schauen uns das an und was, wie gesagt, die Karten dir raten. Was haben wir für eine Energie in dieser Woche in der KW 16 vom 18. bis 24. April? Die Energie ist die 10 der Erde. Stabilität und Sicherheit, sehr gut. Stabilität und Sicherheit in Beziehung genauso wie im Finanziellen oder karrieretechnisch. Also das ist eine sehr gute Energie. Wie siehst du dich denn selbst? Das Ass der Luft. Klarheit, Wahrheit, ich denke mal Erkenntnisse auch. Ne? Wir haben den König des Feuers. Du möchtest in deiner Energie sein. Also ich denke mal auch die Dinge anleiten, optimistisch rangehen, dich kümmern und auch, wie gesagt, mit Leidenschaft daran arbeiten. Hoffnung und Ängste, 6 der Luft. Ich denke mal, Ruhe tut auch ganz gut und sollte auch drin sein. Gut für dich ist der Page des Feuers, das heißt, du lässt dich von deinen Zielen nicht abbringen. Du bist fokussiert mit deiner Feuerenergie. Nicht gut ist der Gehängte, das heißt, du hast wahrscheinlich in dieser Woche ein paar Schwierigkeiten, dich mit den anderen so, ich sag jetzt mal, zu verbinden oder besser zu verstehen. Kann sein, ja. Ausgang ist die 9 des Feuers, das ist wieder die Energie des Burnout. Du musst Acht geben, dass du deine Energie nicht verschwendest. Wir haben ja auch die Energie der Mars in den Fischen. Das bedeutet ja nicht zuletzt, dass eben da auch, sagen wir mal, Energie flöten geht und du damit natürlich auch, naja, ein bisschen geschwächt daherkommst. Ne? Versuche, deine Energien und die Ruhephasen hier auch zu nutzen und dich nicht zu verausgaben. Es ist wichtig, dass du das beachtest. Ja? Was haben wir denn noch? Was haben wir hier für den Widder von außen? Was kommt an Energie auf dich zu in dieser Woche? Was begegnet dir auch an Situationen? Oder die Energie der Menschen. Wir haben ja mit dem Gehängten auch die Energie, es klappt nicht so gut mit dem sich hineinversetzen. Wir haben den Eremiten. Der Eremit, das ist der Rückzug auch. Das kann bedeuten, dass du deine Dinge machst, aber die Menschen auch ein bisschen zugeknöpft sind, weil sie sich um sich selbst kümmern. Deswegen ist das mit dem Gehängten durchaus auch möglich, dass es dir schwerfällt, dich in andere hineinzuversetzen, sie zu verstehen. Ja? Wir haben die 2 der Kelche, das ist schön, offen auf andere zuzugehen, mit dem anderen, den anderen zu sprechen, auch zuzuhören, das ist wichtig. König der Kelche ist die Energie der Zugewandtheit, der Fürsorge, skorpionische Energie. Ich habe mein eigenes Ziel, König der Stäbe natürlich, aber ich bin nett, entgegenkommend und fürsorglich. Das ist schön, das öffnet dir sicherlich die ein oder andere Tür. 4 der Münzen an etwas festhalten. Ich denke mal, dass du diese Sache mit der eigenen Energie, mit der Fürsorge und natürlich auch mit den Ruhephasen, dass du dich daran halten sollst. Wir haben die Sonne, positive Energie. Das zeigt dich dann natürlich auch positive Ergebnisse. Ja, wenn du auf dich achtest, wenn du auf andere zugehst, auch wenn du sie nicht vielleicht verstehst. Ja, wir haben die Königin der Münzen. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit auch in Beziehungen. Wie gesagt, auch wenn da nicht immer das Verständnis da ist. König der Münzen ist auch eine tolle Energie. Pragmatismus, Erdenergie. Ich bleibe auf dem Teppich. Sehr schön. Und wir haben den Ritter der Stäbe. Du bist bereit, was zu riskieren. Du solltest allerdings jetzt hier in Bezug auf deine Gesundheit, auf deine Fitness oder auf deine Energie nicht zu großzügig sein, ja, dass du eben diese Energie zu sehr nach außen verschenkst oder in eine Sache, sondern dass du eben darauf achtest, ja, nichts zu riskieren. Das ist eine spielerische Energie. Man möchte möglichst viel erreichen, man möchte viel machen, viel tun und man möchte natürlich erfolgreich sein, was ich auch verstehe. Aber es ist wichtig, dass du an deine Grenzen denkst und die körperlichen Grenzen, die
Grenzen, wo du merkst, dass du vielleicht auch ein bisschen gereizt bist und so, das kann sich so äußern, dass du eben darauf achtest, das nicht zu überschreiten, weil das bringt dir nichts, ne? Du fühlst dich dann auch schwach und elend vielleicht, wenn die Energie flöten geht. Deswegen achte frühzeitig darauf und leg immer wieder Pausen ein. Das möchte ich dir ans Herz legen. So, wir haben jetzt die Energie der Erkenntnisse, wie du dich selber siehst mit dem Ass der Schwerter. Wir haben die Strategie und den Wagen. Du möchtest natürlich erfolgreich sein, aber du brauchst eine Strategie. Deswegen suchst du, denke ich, das Gespräch und willst auch deine Energie des Königs der Stäbe beibehalten. Wie gesagt, du passt dich ein Stück weit an. Aber es ist so, dass du ja nicht sehr überzeugt bist oder noch nicht so wirklich den Durchblick hast. Das muss man ja einfach sagen mit dem Gehängten. Ne? König der Stäbe. Da haben wir neue Wege gehen und da haben wir da auch liebevoll entgegenkommen. Das passt sehr gut. Hier ist übrigens der Wagen, die Erfolgsenergie. Strategie bedeutet ja auch, wenn ich was tue, überlege ich mir, was das für Konsequenzen hat. Ich bin in meiner Energie, aber ich bin auch entgegenkommend und freundlich. Und versuche eben mit den Acht der Kelche nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, zum Beispiel. Entspannung, Teamwork und König der Stäbe. Du bist ein Teamplayer und du solltest diese Teamplayer-Mentalität natürlich auch beibehalten. Ruhig bleiben, dich selbst entlasten, dadurch, dass du andere zum Beispiel informierst, mit ins Boot holst und delegierst das ein oder andere. Ne? Also Abstimmung, Team, gut arbeiten und entspannt bleiben. Page des Feuers, da haben wir die 5 der Kelche und da haben wir die 2 der Stäbe. Ja, die 5 der Kelche, siehst du ja hier diese Karte, da haben wir auf der einen Seite die umgefallenen 3 Kelche, auf der anderen Seite die 2 der Kelche. Du entscheidest natürlich, welchen Stab davon du aufnimmst, sehe ich es negativ oder sehe ich es positiv, ja. Gehe ich die Sache an und ich denke eher, dass du, wenn ich die 2 der Kelche hier sehe, dich für das Positive entscheidest. Ne? So, der Gehängte, nicht gut, Verständnis fehlt ein bisschen, du hast schlechte Erfahrungen gemacht und da ist, haben wir die 9 der Stäbe. Umso mehr willst du dich anstrengen, das zu vermeiden. Ich würde es anders angehen, mein lieber Widder. Ich würde einfach sagen, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich darf das natürlich nicht auf alle Menschen übertragen, so alle über einen Kamm scheren, ne? Sondern ich mache das so, ich bin einfach vorsichtig, verausgabe mich nach Möglichkeit nicht, ja, und versuche eben einen klaren Kopf zu bewahren, was hier auch so aussieht und eben frühzeitig dann vielleicht, ich sage jetzt mal, reinzugehen und zu sagen, ich ändere das. Das ist vielleicht auch die Eigenliebe, ja, und der Mond. Du hast das Gefühl, du kannst nicht genug eingreifen, nicht genug tun mit dem Mond. Das solltest du dir überlegen. Also ich denke mal, Eigenliebe ist ja, ich bin fürsorglich für mich selbst. Und das ist ja schon mal Voraussetzung, um große Ziele zu erreichen. Wenn ich nicht auf mich achte oder so, dann kann ich das nicht erreichen, weil ich eben über meine Grenzen hinausgehe und mich verausgabe. So, 2 der Kelche, Veränderung herbeiführen. Und freundlich entgegenkommt. Das ist eben, dass man miteinander spricht, auch über die Handicaps, die Befürchtungen, die eigenen Schwächen möglicherweise, das ist ja nicht schlimm. Die 2 der Kelche ist ja auch immer ein Gespräch auf Augenhöhe, das heißt, man ist offen, authentisch und ehrlich und natürlich auch gefühlvoll. Der König der Kelche, Informationen sammeln und 5 der Schwerter. Wenn es etwas gibt, was dir nicht gefällt, dann kannst du das mit Charme auch rüberbringen und klären. Ja, haben wir ja hier auch. Du bist in deiner Energie, aber du bist ein bisschen sensitiver, vorsichtiger und ich sage jetzt mal entgegenkommender. Ja. 4 der Münzen, 4 der Münzen. Ja. Da ist dein Fokus. Der Fokus hier, du stehst immer mal wieder in dieser Woche vor dieser Entscheidung. Ja, ich möchte meine Energie, mein Selbst nicht verlieren, aber ich bin bereit, ein bisschen, ich sage jetzt mal, entgegenkommender zu sein, auch wenn ich nicht alles verstehe, was mir begegnet. Die Sonne, Geduld und der Neuanfang. Ja, der Ritter der Münzen ist der Erfolgsgarant mit guter Stimmung, entsprechender Energie. Ja, die Sonne steht ja auch jetzt noch in deinem Zeichen, beziehungsweise am 20. wechselt die in den Stier. Geduld haben, ja, ist der Erfolgsgarant und der Neuanfang ist möglich. Dann haben wir sehr viel Erdenergie mit der Königin der Münzen und dem König der Münzen. Da haben wir eben sich kümmern, Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt in Einklang bringen und
Unabhängigkeit. Du bist ja trotzdem unabhängig, wenn du deine Dinge machst und dich mit anderen abstimmst. Und ich denke auch, dass du die Fürsorge hier mit einbeziehst. Da haben wir die 9 der Kelche und da haben wir das Ass der Stäbe. Du bist als Energie mit dem König der Münzen darauf bedacht, das festzuhalten, was du hast, das, was du dir gewünscht hast, ja, leidenschaftlich neu zu beginnen, aber mit einem gewissen überlegten Handeln. Nicht mit diesem, ich renne jetzt einfach mal los, sondern ich überlege mir was. Ich habe eine Strategie, wie ich vorankomme. Der Ritter der Stäbe, der Turm und die Kraft. Das bedeutet, dass du, wie gesagt, nicht blindlings irgendwo reinrennst, sondern mit dem Turm ein bisschen von deiner Energie einsparst, die Hindernisse durch Disziplin überwindest, also was dir im Weg steht. Disziplin ist auch den inneren Schweinehund bekämpfen, wenn man mal wieder dazu neigt, vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen oder ich sage jetzt mal, sich reinzuhängen wie verrückt und dann zu merken, dass einem dadurch ganz schön viel Kraft verloren geht. Ja, also ich würde einfach ein bisschen zaghafter vorgehen und vielleicht auch, wie gesagt, andere Leute mit ins Boot holen, mich unterhalten, auch mal andere Meinungen anhören, was da los ist. Ja, wir haben auch eine schöne Karte, Zeit, um zusammenzuarbeiten. Da haben wir die Ameise, so wie so ein Ameisenbau, da muss ja jeder Hand in Hand, jeder muss wissen, was er zu tun hat, dann läuft das wie geschmiert. Ne? Wir lesen mal, was die Ameise besagt. Wenn dir der Geist der Ameise einen Besuch abstattet, ist es Zeit, die Vorzüge partnerschaftlicher Zusammenarbeit in einer Gemeinschaft oder deinem Stamm zu würdigen. Er erinnert dich daran, dass du, um deinen Traum zu verwirklichen, mit anderen zusammenarbeiten, Hilfe annehmen und in deine wichtigste Partnerschaft, diejenige mit dem Allgeist, vertrauen musst. Du wirst dein Ziel erreichen, wenn du aufmerksam bleibst und deine Aufgabe treu, zusammen mit anderen Menschen und dem Allgeist deine Wirklichkeit mitzuerschaffen. Denke daran, dass dich die Welt leicht von deinem Weg abbringen kann, wenn du nicht irgendeiner Art von Übung oder Disziplin wie der Meditation folgst, um nicht die Richtung zu verlieren, während du an deinem Lebenstraum baust. Dabei ist es gut, Gleichgesinnte und Verbündete um sich zu haben, denn es ist unwahrscheinlich, dass alle zur selben Zeit unachtsam sind. Die zweite Botschaft des Ameisengeistes lautet, dass die Zeit jetzt günstig für dich ist, um Hilfe zu erbitten und anzunehmen. Sei es, um ein Team aufzustellen, um eine neue Gemeinschaft zu finden oder Unterstützung von dir wohlgesinnten Menschen zu erhalten. Alles wirkt jetzt zusammen, um dir beizustehen. Und das ist nämlich auch, wie gesagt, dein Part, diese Hilfsbereitschaft zu sehen, anzuerkennen, mit zu nutzen, sage ich jetzt mal. Und selbst wenn die Leute mit sich selbst beschäftigt sind, hast du ja auch mit der 2 der Kelche das Entgegenkommen, auch ihnen zuzuhören, ihnen dein Ohr zu leihen und vielleicht gemeinsam auch eine Lösung, nicht nur für dich, sondern auch für dein Gegenüber zu finden in der Zusammenarbeit. Ja, das ist ja nicht so, dass nur du davon profitierst, sondern die anderen eben auch. Und ich denke, dass wir da eine schöne Energie haben und dass eben auch unliebsame Themen angesprochen werden, aber auf eine sehr harmonische, miteinander wirkende Energie. Und da haben wir den Neuanfang, aber es ist diszipliniert und pragmatisch auch ein Stück weit. Dankbarkeit und Demut gehören ja beim König der Münzen auch dazu, dass ich dankbar bin für das, was ich habe, für das Team, für die Leute, die mich begleiten und dass ich eben nicht mich selbst verausgaben muss, weil ich immer das Gefühl habe, ich stehe alleine da. Es liegt auch daran, dass du auf die anderen zugehst und die Dinge mit ihnen teilst. Das ist eine sehr schöne Legung für diese Woche und ich denke, dass du damit sehr gut vorankommst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst einiges daraus mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, lass gern ein Däumchen hoch da. Wenn du eine persönliche Legung oder ein Gespräch mit mir führen möchtest, dann findest du alles unten in der Infobox. Ich bedanke mich, wünsche dir eine schöne Woche und sag bis bald. Musik